Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ja, in der letzten Folge war es mal eine etwas ruhige Folge, so im Vergleich. Da gab es nicht so viele Zombies, eigentlich gab es da gar keine Zombies, außer die auf dem Papier. Wie ihr seht, wird es immer dunkler und das heißt, für mich wird es immer mieser, weil ich mag diese Las Plagas-Viecher wirklich nicht. Ich habe aufgeladen. Wie viel Munition habe ich eigentlich? Oh ja, das geht noch. Noch, wenn das Plagers kommen, nicht mehr. Ja, und dann wagen wir uns jetzt mal... Moment, die Höhle ist gar nicht so groß. Ach, da ging es gar nicht rein. Das war nur das hier oben. Okay. Okay, da wird doch bestimmt wieder irgendwas sein jetzt. Oh, das sieht man nach Kampf mit vielen Zombies aus. Ah. Wie komme ich denn da hoch? Von unten aus. Okay. Moment, ich höre was. Ich habe gerade irgendwo einen Zombie... Ach, Moment, da unten, oder? Ja. Das ist das Falsche, ne? Nee, Moment, das hat den Aufsatz. Beziehungsweise... Achso, ich kann nicht mehr nachladen, okay. Oh, was war das? War das ein Fisch oder war das ein Zombie? Ich glaube, das war ein Fisch, oder? So, gibt es hier noch einen Zombie, den ich von oben abknallen kann? Oder muss ich jetzt da runter? Ich befürchte nämlich, die stehen ja alle so blöd. Versteckt. Dass ich gleich so ein paar Herzattacken kriegen werde. Da oben ist so eine Krähe, die könnte man theoretisch auch abschießen. Aber ich sehe jetzt so auf Anhieb nichts. Wie komme ich denn da runter? Da hinten? Ah! Oh, wollt ihr mich verarschen? Oh, wollt ihr mich verarschen? Ah! Nein, nicht so einer. Ich habe noch Granaten. Moment. Oh, jetzt muss ich überhaupt erstmal Hilfe. Ah, ich habe noch eine Granate. Moment. Ach so, wieso? Die habe ich doch sowieso dann ausgerüstet. Ich doof. Geht aufs Haus. Oh. Ich könnte es natürlich auch mit den anderen mal probieren, aber ich weiß nicht, ob die Nagelpistole so dolle ist. Oh Gott. Echt jetzt? Nee, Moment, ist aber jetzt gerade noch keiner da. So, der ist nachgeladen. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt gleich von hinten oder so an. Ja, von rechts können sie nicht. Ah, da. Es nimmt kein Ende. Oh ja, es nimmt kein Ende. Oh, oh, jetzt kommt so einer da raus. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Ich hasse es. Oh, die bringen ja gar nichts. Nein, was machst du? Oh. Trotzdem, ich höre hier links die ganze Zeit was, aber da kommt keiner, oder? Die Schlange jetzt erwischt? Ja. Oh. Jetzt weiß ich, was ich da die ganze Zeit gehört habe. Musste ich nicht noch eine Schlange verkaufen? Ah, Moment. Das ist jetzt die große Frage. Ich meine, ich musste noch eine verkaufen.
habe gerade irgendwas gehört. Ich würde gerade ehrlich gesagt gerne zurück die verkaufen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Achso, ich komme da gar nicht. Doch, ich komme hier hoch, ne? Oh. Ich habe gerade wieder irgendwas gehört. War das jetzt ein Zombie oder war das jetzt eine Schlange? Ich denke mal, es war eine Schlange. Ich bin mir nicht sicher. Komme ich jetzt hier wirklich zurück? Ja, ich glaube schon, oder? Aber nicht hier oben, sondern da muss ich eins runter, genau. In der Hoffnung, dass jetzt hier keiner kommt. Ich unterbreche den Kampf jetzt wirklich nur ungern, aber ich war jetzt nicht auf Schlange eingestellt. Und ich würde schon gerne diesen Auftrag endlich zu Ende haben, weil dann brauche ich die Schlangen auch nicht mitnehmen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann habe ich nämlich mehr Platz im Inventar. Dann kann ich die töten und liegen lassen und das war's dann. Und ich meine nämlich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch eine Schlange verkaufen mussten. Sieh dich um. Willkommen. Ich habe nur die feinste. Ja, achso, einen Seidenkristall haben wir jetzt auch von dem einen bekommen. Den können wir auch direkt mal verkaufen. Eine Freude, mit so. Dir Geschäfte zu machen. Das wollte ich sehen. Ja, genau. Ach, 4 Spinell haben wir jetzt bekommen. Sehr schön. Tauschen. Oh ja, gelbe Diamanten. Das wäre natürlich geil. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die ja, ich würde sagen, nehmen wir die gelben Diamanten. Gute Entscheidung. Stirb mir. Nein, nein, nein. Wir sterben jetzt erstmal noch nicht. Achso, wir haben jetzt gar nichts, wo wir die Diamanten reintun können. Oh. Ja, gut. Gut, okay. Moment, ich speichere am besten nochmal kurz zwischen. Oh, Beste vom Besten. So. Das war jetzt nur, weil ich jetzt eh gerade neben der Schreibmaschine stand und ehrlich gesagt auch keine Lust mehr auf den Typen hatte, wobei ich das definitiv auch hätte besser machen können. Ich war da jetzt ein wenig zu panisch, das muss ich auch eingestehen. Dann haben wir aber die Sache mit den Schlangen schon mal abgeschlossen. Das heißt, da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Den Kram. So. Jetzt müssen wir hier wieder runter. So, und jetzt ist die große Frage. Vor mir ist noch eine Medaille, aber ich glaube nicht, dass das alles ist. Oder die kommen erst, wenn ich da hinten durchlaufe und das Benzin geholt habe. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß noch, im Original habe ich es immer gehasst, den Teil hier zu machen. Da hinten können wir noch was abschießen. Ich höre jetzt auch gerade nicht so viel, ehrlich gesagt. Da oben waren wir eben, ne? Achso, da kann man nicht rechts rum. Okay. Da sind auf jeden Fall noch irgendwie... Ach, da ist noch eine. Ah. Da sind auf jeden Fall noch Schlangen drin. Nein. Genau das wollte ich nicht. War das ein Zombie oder eine Krähe? Das war die Krähe. Echt jetzt? Handgranate. Okay, die haben wir schon mal wieder zurückbekommen. Sehr schön. Danke. So, sonst scheint hier nichts drin zu sein. Ich höre aber doch noch was. Oh, da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Dann würde ich lieber das andere nehmen. Geht doch. Nee. Das war die falsche Taste. So, okay. Krähe, ich mach dich gleich platt. Ich schieß dich gleich tot, weil du nervst mich, wenn du hier die ganze Zeit rumkrähst. Achso, da kommen wir gar nicht so hoch. Da müssen wir durch das Wasser. Okay. Das ist genauso doof und kompliziert wie im Original. Da, wo kommt man denn da hoch? Ich muss so ein bisschen aufpassen wegen den
Schlangen, die jetzt hier sicher überall im Wasser sind. Wo war denn das andere? Das war irgendwo da oben links. Kann man von hier aus aber nicht sehen, oder? Da ist noch Feuer. Oh, da ist übrigens eine Sprengfalle, habe ich gerade gehört. Okay. Okay. Rechts kommt noch einer. Oh, ich wusste es, ich wusste es. So nicht, meine Freunde. So nicht. Ich hoffe, es kommt jetzt keine Schlange. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Moment. Okay, ich habe Schaden genommen. Es ist nicht gut. Aber es ist was, was für uns jetzt schon mal ein bisschen neuer wieder ist. Aber ich glaube auch von der Explosion teilweise, ne? Jetzt haben wir hier überall Fleischbäckchen liegen. Wo habe ich denn... Oder habe ich das da oben gehört mit dem... Ich glaube, das ist oben... Ich hoffe, da kommt jetzt nicht nur einer runtergesprungen. Pistolenmunition, das ist gut. Hallo? Ziel mal. Hä? Was ist jetzt los? Wieso zielt der nicht mehr? Junge. So. Ich sehe kein Blinken. Irgendwo hier drin muss aber eine Falle sein. Ah, da war sie. Da war sie, okay. Irgendwas höre ich hier doch. Das ist blöd, wenn man auf sowas immer achtet und dann aber trotzdem einen Herzinfarkt bekommt. So. Da ist jetzt garantiert noch irgendwo eine Schlange drin. Ich höre hier nämlich irgendwas. Da unter mir. Ja, 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 unter mir, okay. Da muss ich da nämlich drauf achten. Na komm. Komm. Ne, die ist schon tot, okay. Die Viper möchte ich jetzt nicht mitnehmen, aber den Schatz würde ich gerne mitnehmen. Sehr schön, eine antike Pfeife. So, da müssen wir wieder hoch. Und da oben ist dann nochmal so ein blaues Ding. Und am Ende müssen wir dann wahrscheinlich wieder runter, denke ich mal. Die Viper lassen wir mal liegen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so hoch, oder? Nee. Okay, hier. Oh, da haben wir noch was. Ich hasse euch.
Moment, damit kann man Pistole und Flinte herstellen. Und mit dem anderen konnte man was herstellen? Kann ich gerade gar nichts mit herstellen, weil ich es nicht drin habe. Das war so klar. Gut, dann machen wir das mal eben so. So. Und jetzt zeigen wir mal, was ich damit herstellen kann. Gewehrmunition. Oh, das wäre... Ach nee, Moment, das ist aber eine Flinte. Das ist kein Gewehr. Also ich bin ganz ehrlich, das Bolzending, nee, das lege ich, glaube ich, weg. Ich habe den jetzt dreimal getroffen eben und... Nee, muss nicht sein. Gewehrmunition wäre natürlich nicht schlecht. Blendgranate ist auch immer gut. Ich würde sagen, ich lasse das erstmal drin. Und mach damit, wie viel von den Dingern habe ich denn? 10? Nee, 15 insgesamt. Oder ich mache damit nochmal neue Flintenmunition, weil die ist ja eigentlich nicht schlecht. Also ich finde die sehr durchschlagskräftig. Patronen finden wir dann eher als Flintenmunition, muss ich sagen. Machen wir die mal, komm. Was soll's? Dann habe ich zwar jetzt keinen Platz mehr. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nochmal zurücklaufen soll. Weil wenn ich das Ding aufnehmen muss... Oh, 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 oh. Jetzt habe ich mich erschrocken. Okay. Weil ich das, wenn ich das Ding nämlich wirklich aufnehmen muss und in mein Inventar nehmen muss, also das Benzin... Das wäre blöd. Ich gucke hier nochmal eben kurz. Das ist der. Da legen wir nochmal schnell drei neue rein. Okay. Die ist auch aufgefüllt. Naja. Gut. Oh. Ich meine doch, ich höre hier was. Das kann man natürlich wunderbar benutzen, um die Zombies in die Luft zu sprengen. Aber da ich sowas meistens immer erst im Nachhinein mitkriege. Hier ist so... Moment, hier war aber doch irgendwo... Das Blaue, meine ich doch. Ist das unten drunter? Das kann natürlich auch sein. Dass man nur vom Wasser aus daran kommt. Ja, wahrscheinlich ist es unten im Wasser, gehe ich mal stark von aus. Ich gucke jetzt nochmal kurz, ob hier irgendwo noch ein Zombie oder sowas ist. Also es ist noch eine Schlange da, das höre ich auf jeden Fall. Frage ist nur, wo ist die Schlange? Da war die Schlange. Okay, da ist auch das Teil. Wusste ich doch. So. Ich höre doch hier noch eine. Ich höre hier zwei. Moment. Oh, hier ist auch noch was. Oh, das war nicht gut. Das triggert meistens. Ach, eines, glaube ich, hier links. Kann das sein? Na gut, dann schieße ich erstmal. So. Kampf um die Medaillons abgeschlossen. Die Frage ist jetzt nur, wir haben jetzt natürlich nicht genug Platz, um irgendwas mitzunehmen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein, gucken mal. Und wenn wir das tatsächlich mitnehmen müssen, was ich nicht hoffe, aber irgendwie auch nicht glaube, weil es ja eine Quest ist. Da müssen wir halt nochmal zurück. Hier oben höre ich doch irgendwas. Also irgendeine. Da waren wir auch noch nicht.
Lasst uns da nochmal kurz gucken. In der Hoffnung, dass es zombiefrei bleibt, aber vielleicht noch irgendwas da ist, was wir noch mitnehmen können. Schießpulver ist auch immer gut. Oh oh. Ich habe einen Zombie gehört, das ist nicht gut. Wo war die? Oh, da. Agarradlo! Gesundheit. Da unten ist noch einer. Wo kommst du jetzt hoch? Du kommst von da hoch, okay? Das ist ein Ort. Nee, der läuft jetzt da hinten rum. Och, toll. Und ich habe noch gesagt, das triggert garantiert, wenn ich da hinten irgendwie was hole. Kann ich schon mal aufladen, ja? Kommt aber unter Garantie jetzt hier hoch, oder? Nee, da hinten kommt er hoch. Okay, sehr schön. War da jetzt noch einer? Ich habe jetzt nur die zwei bisher gesehen und gehört. Bin mir nicht sicher. Okay. Wenn ich jetzt wirklich so viel trigger beim Zurücklaufen, das wäre richtig scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Nicht, dass ich jetzt hier aus Versehen draufballer. Das wollte ich nämlich nicht. Krähe, geh mal zurück. So, was haben wir hier? Kleiner Schlüssel. Oh, sehr schön. Weil wir doch bei dem Händler auch noch was hatten. Diesmal erwischt mich hier keiner von hinten. Ja, okay. Wollte ich nur gefragt haben. Okay, keine Schlange drin. Sehr schön. Wie viel Leben habe ich noch? Halb. Okay. Das war jetzt gerade unfair. Ich hab, ihr habt das nicht mitbekommen, aber ich habe gerade gegen die Tür getreten und plötzlich schreit hier einer. Also hier in der Realität. So, da ist Benzin. Das nehmen wir als letztes. Was ist das? Ein Hühnerei. Oh, das ist cool. Das können wir auf jeden Fall sofort benutzen. So, Benzin weiß ich natürlich nicht, ob wir das überhaupt jetzt benutzen können. Das ist noch die andere Sache. So, aber hier scheint sonst nichts mehr drin zu sein, denke ich mal. Das ist doch schon mal was. Okay, können wir so mitnehmen. So, Leute. Ah, da ist auch die Schlange. Ja? Die wir nicht mitnehmen können, weil wir keine zwei frei haben. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Moment, nee, wir müssen da rum. Nee, da kommen wir ja gar nicht rum, das ist ja halt zu. Sind wir denn irgendwie runtergesprungen? Bin ich etwas verwirrt? Anscheinend sind wir da wirklich nur runtergesprungen. Ah, da ist auch noch was. Moment. Gehen wir da noch eben hin? Sehr geil. Oh, aber die Rohstoffe können wir nicht mitnehmen. Oh, Leute. Ernsthaft. Ich würde ehrlich gesagt lieber die Rohstoffe mitnehmen als die Bolzen, weil ich den... Ich will den eh wegtun. Also der bringt nicht wirklich was, finde ich. Ja. Ja, ich würde sagen...
Schmeißen wir dafür. Es ist blöd, weil wir nur einen Platz im Endeffekt brauchen. Ach so, oder können wir vorher... Moment, Gewehr... Moment, das können wir kurz noch da. Das da rein. Wir haben noch 9 Stück. Dann können wir doch... Genau, dann können wir doch nochmal Pistolmunition machen. Haha. Trick 17. So. Sehr geil. Nicht noch irgendwelche Schlangen oder so? Ich glaube, ich hoffe, ich habe die Schlangen alle erledigt. So, da... Oh, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, dass der jetzt hier noch mit dem Kopf am Wackeln ist? Oh. Echt jetzt? Okay. Habe ich jetzt wirklich gerade so eine halbe Herzattacke bekommen? Bin ich ganz ehrlich? Ist hier eigentlich noch irgendwas gewesen? Nee. Oh. Okay. Ich hoffe für euch, dass diese blöden Geräusche nichts damit zu tun haben, dass hier noch Zombies sind. Dann gehen wir aber, bevor wir da über den See preschen, auf jeden Fall nochmal ganz kurz speichern. Und ich hatte noch irgendwas, glaube ich, für einen Händler. Kann das sein? Ach so, ja genau, die Pfeife. Die würde ich auch gerne noch eben verkaufen. Und ich würde gerne noch... Hast du den Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Obwohl, ich kann, wenn ich so überlege, ich kann den Bolzen... Ach ja, das haben wir auch gemacht. Das waren alle. Was kann ich dir Gutes tun? Oh, sehr schön. Dann tauschen wir das auch nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob ich dafür... sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach ja, alles. Der die Zielerfassung erleichtert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gelbes Kraut, naja gut, das brauchen wir ja nicht wirklich. Wäre das dann lassen alles? Wir erstmal. Dann, die antike Pfeife verkaufen wir auf jeden Fall. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht... Wir kriegen, glaube ich, so auch keine Bolzen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Alles. Aber den Bolzenwerfer... Wir kriegen 5.000 dafür. Was haben wir denn dafür bezahlt? 8 oder 5.000? Ja gut, der war jetzt im Sonderangebot. 5.000 ist jetzt auch nicht so extrem viel. Ich würde sagen, vielleicht tun wir den erstmal in die Aufbewahrung. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Ne? Andererseits, wir laufen dann die ganze Zeit hier mit dem Bolzen rum. Das finde ich auch wieder scheiße. Die würde ich ehrlich gesagt lieber verkaufen. Ach, das ist doch alles Mist. Willkommen. Können wir denn noch irgendwas tunen? Wir könnten die Schrot was verbessern. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber dafür fehlt uns noch ein bisschen was. Kann haben wir noch was zum Verkaufen? Rubine, das müsste dann sonst ganz oben sein, oder? Ja gut, ob die Bolzen würde ich sonst noch verkaufen. Es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Bolzenwerfer. Klar, wenn wir den jetzt natürlich noch auf... aber der hat auch keinen Rückstoß und nichts, ne? Klar, da kann man jetzt Minen draus machen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber es kostet dann auch wieder so viel. Das ist auch noch mein Problem. Ich verkaufe die jetzt erstmal. Damit ich ein bisschen Platz habe und damit ich das Geld habe, dann auch zu tunen, weil... So, den würde ich dann, weil die habe ich jetzt wenn komplett auf Maximum, da habe ich die Angriffskraft auf Maximum. Müsste ich dann Magazin und Nachladegeschwindigkeit demnächst nochmal machen. Aber wir gucken hier erstmal wegen der Angriffskraft. Hier, wie du es haben wolltest. Zur Not kann man das ja auch noch verwenden, wenn alle anderen Sachen leer ich sind. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Ja, ja. Hast du eigentlich irgendwas Neues für mich? Nee, nur die TMP. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Das habe ich schon. Und da war ich nicht sehr begeistert mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, unsere komischen Brotmesser sind auch bald kaputt. Das kommt auch noch hinzu. Ich mach das mal nach oben, weil das eh bald kaputt ist. So, dann von... Hallo? Von der Flintgewehr. Das machen wir mal nach hier oben. Damit wir hier mal ein bisschen mehr Platz wieder kriegen. Falls wir jetzt nochmal was Großes finden. Das setzen wir eins nach unten. Zack. So. So. Dann nehmen wir das Große und schmeißen das hier oben rein. Zack. Ja, und das gehört ja eh hierzu. Dann machen wir das dahin. Dann können wir da noch ein Dreier, also drei Dreier theoretisch noch nehmen oder wie auch immer. Zur Not können wir das Ganze auch noch mal ein bisschen umändern. Zum Heilen lasse ich auf jeden Fall noch drin, weil sobald wir nämlich jetzt das Benzin reintun, befürchte ich, dass der Bosskampf losgehen wird. Wir gehen jetzt zurück und machen entweder den Bosskampf oder wir machen ihn auf dem Rückweg. Ich bin mir nicht sicher, wie es hier gewesen ist. Es kann auch sein, dass es auf dem Rückweg gewesen ist. Ach, ich höre ihn schon wieder keuchen, diesen alten Mann. Ich denke jedes Mal, das ist ein Zombie. Und hier links müssen wir natürlich auch noch einen Baustein für finden. Ich bin mir aber nicht sicher, wo wir den finden können. Da fällt mir ein, ich wollte hier noch mal kurz gucken. Warum sieht das immer so anders aus zwischendurch? Das irritiert mich hier voll. Das mit dem Benzin machen wir jetzt, das ist klar. Ach so, Moment. Ach, doch, wir haben noch eine Sache vergessen. Ah, ich bin so doof, ich bin so doof. Moment, da ist die Leiter. Wir haben noch einen kleinen Schlüssel gehabt. Und den wollte ich doch eigentlich beim Händler hier benutzen. Ich weiß nicht, ob bei dem jetzt wertvollere Sachen sind als woanders. Ich denke mal eher nicht, aber trotzdem möchte ich den gerne hier benutzen. Sonst vergesse ich das ohnehin wieder. So, das war jetzt hier unten links rum, glaube ich, ne? Und ich meine dann rechts rein. Genau, hier war das. So, kleiner Schlüssel. Ach, Moment, wir haben das Teil ja gefunden. Hab ich jetzt gerade gesehen. Oh, eine sehr schöne alte Taschenuhr. Wir haben das Teil gefunden. Das heißt, wir können das auf jeden Fall auch schon mal hier einlegen. Was dann passiert, weiß ich allerdings nicht. So, erstmal kurz die Taschenuhr noch verkaufen. Denke mal, ja, lässt sich sicher verkaufen. Kann man nichts mit machen. Besten Dank. Sehr schön. Stirb mir da draußen nicht weg. Ich denke immer, der sagt, stirb doch einfach. Nein, aber ich mache so gute Geschäfte mit ihm, der möchte nicht, dass wir hier wegsterben. Das ist schon nachvollziehbar. Okay. So, dann legen wir das letzte Teil hier noch rein. In der Hoffnung, dass da jetzt keine Zombieherde rauskommt, wenn ich das da reinlege. Ich weiß auch nicht, was man da... Oder ist das so ein Wegschrein? Aus wie so ein Wegschrein oder sowas, ne? Oh, es ist doch nicht das letzte Teil. Oh. Uns fehlt immer noch eins. Na gut, okay. Dann machen wir das, was wir die ganze Zeit schon machen wollten. Benzin rein und ab dafür. So, Waffen habe ich auch geladen für, wenn wir auf die andere Seite kommen. Einmal Benzin. Und dann geht's los. Thank you.
So, jetzt muss ich mal gucken, wie man das am besten steuern kann. Achso, LB ist Harpune. Also so treffsicher sind wir heute nicht. Oh, ich muss das... ich muss das noch ein bisschen bewegen, das Schiff. Und immer versuchen auszuweichen, wenn er wieder hochkommt. Noch, ernsthaft? Hast du einen Mordshunger, hä? Oh, gibt es das denn? Normalerweise bin ich sehr viel treffsicherer. So, geh nach links und links. Er mag aber auch nicht wirklich dahin treffen. Ich habe ihn zwar in die Schnauze gehauen, aber es hat anscheinend nicht wirklich gewirkt. Er möchte auch nicht wirklich dahin treffen, wo ich hinziele, hatte ich so das Gefühl. Oh, nein. Ja, das war so klar. Man sieht auch unten rechts halt die Schadensanzeige vom Boot. Ich glaube, ich kann auch gleichzeitig auf ihn feuern und mich bewegen. Das ist nicht gut. Nein, nicht da rein, nicht da rein. Ach komm, du bist nervig. Jetzt mach. Wo bist du hin? Das frage ich mich auch gerade. Da ist er. Ist er jetzt tot? Ja, und damit haben wir das Kapitel beendet und ihr könnt alles vergessen, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde nämlich die zwei Folgen dann aneinander schneiden, damit wir dann direkt das ganze Kapitel zusammen haben. Wir gucken uns mal die katastrophalen Kapitelergebnisse an. Die werden diesmal nicht so gut sein. Schleichender Befall, schließen Sie Kapitel 3 ab. Scharfschütze, oh, besiegen Sie 10 mit dem Gewehr, sehr schön. Besiegen Sie Del Lago, Del, ne? Ich war mir nicht sicher, ob er El Lago oder Del Lago hieß. Und schließen Sie ein Spiel auf dem Schießstand ab. Ja, das waren sie. Oh ja, man kann, es kann sich aber noch sehen lassen. Es sind immerhin noch 82,7%, 41 getötete Gegner. Ja, meines Wissens nach haben wir, glaube ich, alle getötet, die uns über den Weg gelaufen sind. Wir sind keinmal gestorben, aber dafür haben wir jetzt 3-mal Schaden erlitten. Ja gut, ist dann halt eben so. Ich mache jetzt hier aber wirklich den endgültigen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Kapitel in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.